Meine Chefin ist heute Lena Meyer-Landrut, die Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2010. Und mit gerade mal 19 und gerade mal Abi hat sie geschafft, was seit 1982 und Nicole niemand mehr geschafft hat, den Gesangspokal nach Deutschland geholt. Seitdem hat sie gut 4 Alben gemacht, einen YouTube-Kanal und wegen des guten Laufs ist sie auf Verlängerung ihrer Carry You Home Tour. Und da habe ich mich mal einen Tag in Berlin dran gehängt. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Ja. Lena Meyer-Landrut, 24 Jahre alt, geboren in Hannover, ist Sängerin, Fashionista und Jurorin bei The Voice Kids. Sie ist Britney Spears-Fan und strickt gerne mal was. Ich dachte erstmal, wir machen erstmal eine YouTube-Challenge zusammen. Oh ja. Das ist mein erster Plan. Mhm. Dafür werde ich dich benutzen. Und dann geht's auf die Bühne und zwischendurch sind halt so ganz viele Kleinigkeiten, die einfach so erledigt werden müssen. Wie sieht so ein typischer Tourtag aus? Ja, man wacht auf im Tourbus und sieht extrem scheiße aus, weil das Tourbusleben nicht so luxuriös ist, wenn man nicht Rihanna heißt. Die Tour ist jetzt 2,5 Wochen lang einfach am Stück. Und sonst Konzerte sind immer eher einzelne Tage. Ich habe fast jedes Wochenende im Sommer Konzerte. Das ist jetzt quasi so eine Nachzügler-Tour sozusagen, weil die erste so gut gelaufen ist. Ja. Cool. Gibt es jetzt noch eine Nachzügler-Nachzügler-Nachzügler? Ist erstmal nicht geplant, nee. Ich mache jetzt erstmal andere Sachen. Was denn? Album schreiben und so. Neues Album. Cool. Und schlafen auch erstmal ein bisschen. Weil die 2,5 Wochen so. Ja. Nicht jetzt, bitte. Und dann, wie sieht das aus, so ein Album schreiben? Wie gehst du das an? Meistens sitzen nicht mehr als 3 Leute im Studio. Und das sind Produzenten oder selber Musiker oder Texter? Also ich habe immer einen Produzenten dabei, weil ich ja jetzt auch ziemlich elektronisch die Geschichte mache. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn da schon jemand sitzt und so ein Beat irgendwie hat und eine Idee von dem Soundbild. Und für mich ist es halt aber total wichtig, dass man trotzdem Musik macht, wo man im Zweifelsfall auch am Feuer mit einer Gitarre sitzen kann und das Lied auch an der Gitarre spielen kann. Und warum ist das für dich wichtig? Ja, weil ich finde, dass das dann Musik ist. Also ich will jetzt nicht nur Beat und yeah, sondern denke ich so, ja, was ist der Inhalt davon? Und was ist das Ziel? Also was hast du dir vorgenommen? Man geht doch immer mit so einem Ziel an ein Album oder ist das Album das Ziel? Das Album ist das Ziel. Ja? Ja. Also es ist nicht so, man will sich selber ausdrücken, man will noch mal der Welt irgendwas über ein bestimmtes Thema sagen. Bei mir ist es immer eher so, dass ich so situativ verarbeite, was beschäftigt mich im Moment. Mhm. Ja. Ja, okay. Und was beschäftigt dich im Moment? Jetzt wird's aber, Katrin, Mensch, jetzt am frühen Morgen jetzt hier. Ich dachte, wir gehen jetzt lustige Sachen einkaufen für danach. YouTube. Gleich hast du es geschafft. Ich habe die Frage schon wieder, was beschäftigt dich jetzt gerade? Jetzt gerade beschäftigt mich, ist gar nicht jetzt so einfach zusammenzufassen. Ich beschäftige mich total viel mit diesem ganzen Narzissmus-Thema, immer ich und Kamera hier und Schminken und ich mache das und ich mache das und das ist für mich ein irres Problem und ein irres Thema irgendwie. Und warum? Ist zu viel? Weil ich finde, dass es nicht normal ist und dass es nicht normal sein soll. Und was glaubst du, woher das kommt? Weil mein Beruf darum geht, sich um mich zu kümmern und nicht um andere. Und aber glaubst du, das kann man abstellen in irgendeiner Form? Ja, schon. Ah, echt? Ja. Und also wie? Also zum Beispiel bin ich gerade dabei, mir das ein bisschen so hinzudrehen, dass ich meinen Job meine Karriere und meine Musik und das, was sozusagen alles um mich geht und auch Styling und Beauty und Hair schminken und Selfies und Instagram und so, dass ich das einfach für mich selber auch nicht auf mich beziehe, sondern dass ich versuche, das aus einem geschäftlichen Hintergrund auch zu sehen. Also das auch als Business zu sehen und zu denken, okay, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Du versuchst dich mehr zu verprodukten quasi. Ja, irgendwie, das hört sich irgendwie kalt an. Ja. Also so kalt ist es von meinem Gefühl her nicht. Aber ich versuche auf jeden Fall so dieses, ja, das alles so doll auf mich selber zu beziehen, so ein bisschen abzuschalten. Machst du das? Ja, schon.
Ja, aber willkommen bei der schwierigsten Aufgabe überhaupt. Ja, es ist auch eine Schere zwischen, was mache ich einfach, weil ich es halt einfach mache, und worüber denkt man nach, wenn man es macht. So, wie viel will man überhaupt kontrollieren, um nicht sich selber zu verlieren? Wie viel will man aber auch preisgeben, damit man sich selber nicht verliert, damit man selber bleibt, damit man nicht irgendwie abdreht oder so? Ich finde das schon, ist ein extrem großes Thema. So. Voll, ja. Schwierig. Aber halt auch sehr spannend. Guck mal, du hast die Frage beantwortet und wir gehen jetzt los und kaufen Quatsch. Wir kaufen 5 Sachen und dann verbindet einer dem anderen die Augen, dann kriegt man eine Sache im Mund und muss halt sagen, was es ist. Okay, aber wir machen nicht so fies, oder? Darf man eine Sache sagen, die man gar nicht mag? Okay. Also was ganz schlimm, aber nicht, dass du es dann extra kaufst. Nein, das ist dann die Regel, das darf man dann nicht. Also was ich ganz Warte mal, bist du Vegetarier? Nee. Okay. Du? Okay. Ich finde ganz, ganz furchtbar Tabasco. Ich finde das Allerschrecklichste mit auf der ganzen Alter, Welt. Alter, wie hardcore bist du denn? Willst du mir jetzt Tabak in die Fresse stecken? Tabasco? Ach, Tabasco. So. Ich habe Tabak verstanden. Dann würde ich mich gegen Marzipan entscheiden. Ja, dann. Okay, los. Aber nicht Tabak jetzt, ne? Nein, bist du verrückt? Man stirbt dann. Die Lena. Das ist sehr faszinierend, sie zu treffen, weil ich habe eigentlich das Gefühl, ich kenne sie schon, weil ich sie schon so lange begleite. Ich weiß noch genau, wie sie damals bei Unser Star für Oslo, der Castingsendung für den ESC, auf die Bühne kam und ich dachte, boah, wer ist das denn? Und ich kenne sie aber nicht, habe sie noch nie getroffen und deswegen freue ich mich sehr, dass ich sie heute mal kennenlernen darf. Und wir machen jetzt eine kleine YouTube-Challenge für Lenas YouTube-Kanal. Und die Challenge heißt, was ist in meinem Mund? Wir gehen jetzt ins Bütchen. Jeder kauft jeweils 5 Sachen, die der andere hinterher mit verschlossenen Augen erschmecken muss. Also wir machen nette Sachen, oder ist das schon auch, besteht die Challenge schon? Man kann auch schon, also es ist eine Challenge halt. Man muss es schon auch irgendwie schaffen. Schwierig schon auch, man muss schon ins Ziel kommen. Okay. Tschüss, danke. Bitteschön. Wer fängt an? Du. Okay. Siehst du was? Dürfen... Nee. Vielleicht nicht so schlimm, wie du denkst. Es ist sowas wie Käse. Ja. Ja! Fertig? Aha. Was ist das? Kann ich sterben? Es hat erst salzig geschmeckt und jetzt schmeckt es auch. Pistazie? Yay! Oh, wie schön! Scheiße. Habe ich einen Punkt, wa? Ja, war zu einfach. Aber du hast auch einen Punkt, oder nicht? Ja, aber ich will ja gewinnen. Ach so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was mache ich denn? Was ist das? Warte mal kurz. Ist das Spargel? Ja. Boah! Alter! Ist das was Fischiges? Thunfisch? Ja. Ich möchte das nicht. Aber es riecht bis jetzt am besten von allen Sachen. Oh, das knuspert aber schön. Spuckst du das aus? Es ist so ekelhaft. Das schmeckt nach trockenem Erbrochenen. Aber auch ein bisschen wie Popcorn. Möchtest du sehen? Ich kotze. Oh.
Ich glaube, sowas trinke ich nicht. Was soll das sein? Ist das, das ist eher sowas wie Ramazzotti oder so. Das Boah, ich habe immer noch diesen Shiitake-Geschmack im Maul. Möchtest du einen Schluck? Oh. ich habe gedacht, ein Jägermeister. Ja! Echt? Das ist voll leicht, oder nicht? Eklig und leicht? Oh. Kaffee? Mhm, richtig. Hobby! Schön kauen. Bäh. Oh, mich schüttet selber Gedanken. Gelatine? Ich weiß es nicht. Es ist ein schöner Erdbeerpudding. Bäh! Ist nicht dein Ernst. Doch. Ne, das können die nicht so verkaufen. So, das war die YouTube-Challenge. Und es ist voll schwer, wenn man nur schmecken kann, was man da im Mund hat. Gewonnen hat übrigens Lena mit 5-4. Und dann ist zwischen Challenge und Soundcheck noch ein bisschen Zeit zum Relaxen und zum Reden. Du hast dich entschieden, jetzt da nochmal richtig Gas zu geben. Social Media, internetmäßig. Richtig? Ja. Warum? Ohne Scheiß, bei mir hat wirklich alles sehr viel damit zu tun, ob ich darauf Lust habe oder nicht. Und das ist sozusagen für mich das allergrößte Privileg, was ich habe und wofür ich jeden Tag so unfassbar dankbar bin, dass ich einfach wirklich einfach das machen kann, worauf ich Lust habe. Ja, ich hatte einfach Bock und die Situation, was Neues, ist dadurch entstanden, dass ich mit dem Stardust-Album auf Tour war und alles und das sozusagen fertig gearbeitet habe, dieses Projekt. Und ich einfach zum Ende hin mehr und mehr das Gefühl habe, ich muss jetzt was anderes machen, weil das, was ich gerade mache, bin ich gar nicht mehr. Und und dann habe ich halt mich an Crystal Sky gesetzt. Es war auf jeden Fall eine dolle Entwicklung bei diesem Album und auch für mich eine dolle Veränderung für mich selber. Und es hat mich auch sehr viel Mut gekostet und so. Und jetzt zum Beispiel ist für mich die... Warum hat es viel Mut gekostet? Ja, weil Veränderung immer einfach richtig schwierig ist, wenn man von allen Seiten beobachtet wird, weil man natürlich auch voll auf die Fresse fliegen kann. Weil auch voll viele, Stardust hat doch super funktioniert. War doch alles cool. So, warum was anderes machen, wenn es gut funktioniert? Und warum riskieren, dass die Hälfte der Leute sagt, es ist total scheiße, was du machst? Und wie kannst du das ausblenden? Oder kannst du nicht ausblenden? Kann man nicht ausblenden. Und wie kannst du damit arbeiten? Muss man, glaube ich, annehmen. Also selbst im Privaten schafft man ja nicht, sich davon frei zu machen, was seine Freunde über einen denken und so. Und bedauerst du das manchmal? Weil ich finde schon, dass als du da zum ersten Mal rausgekommen bist bei uns aus dafür Oslo, dass dir so eine Leichtigkeit und so eine Unbefangenheit genommen wurde, die es ja eigentlich von Anfang an ausgemacht hat. Nee, ich glaube, dass das total natürlich ist. Also ich glaube nicht, dass man das kann. Wenn man zum ersten Mal einen Wasserfall sieht, dann ist man immer geflasheter, als wenn man ihn zum zweiten Mal sieht. Ist einfach normal. Man kann nicht immer wieder aufs Neue sozusagen naiv sein. Das stimmt. Geht nicht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine Leichtigkeit in den Dingen verloren habe. Ich hab nur das Gefühl, dass ich einfach richtig viel dazugelernt habe. Also in mir drin ist es total leicht. So. Also ich fühl mich sehr ausgeglichen. Wo musstest du am meisten lernen? Was war für dich am schwierigsten? Nein sagen. Mhm. Und wem oder was? Alles. Einfach immer Nein sagen, wenn ich was nicht möchte. Es ist mir unfassbar schwer gefallen. Ich habe das nicht geschafft am Anfang. Ich war so, ja, willst du das? Mhm. Und was willst du essen? Wollen wir das essen? Mhm. Bei allem. Einfach bei allem. Und unterschreibst du diesen Vertrag? Mhm. So, einfach alles. Ich musste einfach lernen, Nein zu sagen. Und Sachen aufzunehmen, anzunehmen, mir durch den Kopf gehen zu lassen, nachzudenken und dann eine Entscheidung fällen. Aber was ich mich schon frage, ist, wenn man so viel Liebe bekommen hat wie du und dann aber auch so viel Häme und so viel das genaue Gegenteil davon, ist das auch was du lernen musstest oder war das nicht so schlimm für dich oder nicht so tragisch? Nee, das war tatsächlich, was mir richtig leicht gefallen ist von Anfang an. Und warum? Ich glaube, das ist eine Erziehungssache. Und wie muss die Erziehung sein, dass einem das leicht fällt? Ich war nie anfällig für wir lieben dich und ich, ah, danke. So, das war noch nie so. Und ich war auch noch nie, du bist scheiße. Mhm. Irgendwie
hat meine Mutter das auf jeden Fall ganz gut hingekriegt, glaube ich, weil ich wirklich und vor allen Dingen am Anfang damit wenig Probleme hatte. Ich glaube, was ich immer noch richtig scheiße finde, was ich noch nicht so richtig abschalten kann, ist von der Meinungsgeschichte her, mich unverstanden gefühlen von Leuten. Von Leuten, die du unmittelbar triffst? Ja. Oder von Leuten da draußen? Unfair behandelt zu werden von Leuten, die mich nicht kennen. Welches Vorurteil trifft dich am meisten? Also wahrscheinlich wirklich, dass ich eine Zicke bin. Ich glaube von mir, dass ich eigentlich gar nicht so zickig bin. Wenn man mich kennenlernt, denkt man wahrscheinlich relativ schnell auch, okay, vielleicht nicht ganz so krasse Zicke, wie ich dachte. Ja. Und warum willst du abends auf die Bühne? Wegen Freude einfach. Ich stelle mir immer auch ein bisschen vor, wie ich bin, wenn ich auf einem Konzert bin. Wenn ich zum Beispiel auf einem, keine Ahnung, Beyoncé-Konzert bin oder so, dann habe ich nicht die beste Zeit meines Lebens in diesem Moment, weil da unten Beyoncé steht. Aber auch, weil ich zum Beispiel vielleicht mit meinen Freunden da bin, weil ich die Musik richtig gut finde, weil wir tanzen und weil wir einfach eine Erinnerung haben für immer. Und das ist quasi das, was du den Leuten geben möchtest? Ja. Eine Erinnerung für immer? Ja, und auch für mich. Also auch für mich sind das ja richtig gute Erinnerungen. Du musst singen gehen. Scheiße. Ja. Sie hat mal in einem Interview gesagt, dass es eigentlich erstaunlich ist, dass nach allem, was passiert ist, sie nicht verrückt geworden ist. Und das stimmt, wenn so ein Popanz um einen rum veranstaltet wird, dann hätte ich auch damit gerechnet, dass einen das ein bisschen mehr aus der Bahn wirft oder einen von sich selber entfernt. Aber sie wirkt wirklich sehr ruhig und sehr leicht und echt erstaunlich gut weggesteckt. So, während draußen jetzt noch der Soundcheck läuft, bekomme ich Backstage schon mal eine kleine Einweisung von Jan, denn gleich nach dem Soundcheck dürfen ein paar zahlungsfreudige Fans für 115 Euro Lena noch mal persönlich treffen. Und da gibt's einiges zu beachten. Reinspaziert. Okay, gut. Jan, hier ist normalerweise dein Job, aber ich übernehme heute, weil ich mache was? Okay, du machst das Meet and Greet gleich. Ungefähr so 12 Minuten machen wir das Ganze immer, dass man noch jeder eine Chance hat, auch eine Frage zu stellen dann natürlich. Und da ist es ganz wichtig, dass du erst einmal vom Raum-Setup ein schönes Setup findest. Das darfst du natürlich auch gleich mit übernehmen. Dann habe ich so, da nichts mehr zu tun. Machen? Genau, also baust du am besten den Raum so zurecht, dass 20 Leute super sitzen können. Okay. Die sollen einfach ihre Sachen schon bereit haben, also ihr Handy bereit haben. Die Sachen, die sie schenken möchten und die Dinge, die sie unterschreiben lassen möchten. Okay. Wichtig ist nur, dass es während des Q&A, so nennen wir es, Question and Answering, dass wir da in der Zeit keine Aufnahmen haben, keine Fotos, genau, keine Audio-Recordings, nichts in der Art. Okay, genau. Dann baue ich es um jetzt, oder? Ja, würde ich sagen. Soundcheck. Wir haben schon zwei Lieder geprobt und wir proben jetzt auch noch ein paar Lieder. Sind wir alle? Ja? Ja, dann herzlich willkommen. Alles ganz entspannt, die Lena kommt gleich. Am besten wäre jetzt schon mal die ganzen Kameras rauszuholen. Irgendetwas, was ihr verschenken wollt, vielleicht jetzt schon mal rausholen. Und wenn ihr irgendwo ein Autogramm drauf haben wollt, dann wäre es auch total gut, wenn ihr das jetzt schon mal alles rausholt. In Taschen dann nach hinten packt. Ja gut, kannst losgehen? Da ist sie! Hallo. Ihr dürft mich alles fragen, was ihr wollt. Ob ich alles beantworte, ist die Frage. Aber ihr könnt es ja versuchen. Komm, traut euch. Ja. Bist du so ausländisch oder also rein deutsch oder? Ich bin zum Viertel Ungare. Ein Viertel Ungare. Sonst deutsch. Ist das okay? Gibt
das eine Sache, die du noch so unbedingt in deinem Leben erreichen willst oder so unbedingt machen willst? Also, das hört sich so an. Ja, klar. Hä? Es gibt 1 Million Sachen, die man noch machen will. Ich will irgendwann Kinder haben und keine Ahnung. Es gibt so viele kleine Sachen, die man noch so machen will, alles. 3 Fragen noch und dann müssen wir langsam zum Ende kommen. Leider. Hab ich schön gemacht? Die Katrin, die weiß, wie es geht. Bist du nervös vom Auftritt und wenn ja, was machst du dagegen? Also ich bin richtig nervös vom Auftritt und was ich dagegen mache, ist eigentlich sowas wie mich beruhigen mit Atmen. Also wenn man so hibbelig ist und so aufgeregt ist, dann einfach versuchen, ganz ruhig zu atmen und durchzuatmen, denken so, alles ist gut, alles ist gut. Ja, ich hätte gerne 4 einmal hier. Halt dich kurz um an, ganz kurz. Tut leider nicht, tut mir leid. Alter, krass. So ein Meet and Greet in der Größenordnung, das habe ich auch noch nicht miterlebt. Und das ist total spannend, weil die Situation ist ganz angespannt und alle sind ganz aufgeregt. Es ist eigentlich eine komische Situation. Und wir haben jetzt auch noch was Neues erfahren. Die Lena ist zu einem Viertel ausländisch. Auf die Frage wäre ich ja nun selber nie gekommen. Sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie ist es kräftemäßig? Jetzt so die Zeit ist eigentlich auch super wichtig für mich, dass man noch mal so eine kurze Zeit hat, wo man so ein bisschen runterkommen kann. Und jetzt hat man noch mal so einen Moment, wo man so ein bisschen ja, für sich auch ist. Was ist denn eigentlich aus deinen ganzen anderen Optionen geworden, wie Schauspiel und so alles, was du sonst noch so für Pläne hattest? Was denn hattest? Noch? Du wolltest auch mal Afrikanistik und Philosophie und so, es gab ja noch ein paar. Voll gut informiert. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich ganz glücklich, dass so mein Beruf Sängerin ist, mit halt ganz vielen Sachen, die ich noch machen darf nebenbei. Okay. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass ich das nicht machen will oder so. Also ich habe immer gedacht, nee, das wurde mir sozusagen so gegeben. Also ich habe mir das ja noch nicht mal so richtig hundertprozentig ausgesucht. Ich wusste, es ist ein bisschen passiert. Und ich hatte tierisches Glück einfach damit. Und dann habe ich gedacht, das ist das Perfekte für mich. Du wolltest immer berühmt werden, ne? Nee, ich wollte irgendwie was Künstlerisches machen, ist es auch heute nicht so ein großes Thema. Kannst du ausblenden? Ja, also zu Hause auf jeden Fall. Du hast gesagt, zu Hause ist deine Droge. Warum? Ja, weil ich einfach, weil ich ein totaler so Gewohnheitsmensch bin und weil ich das total liebe, einfach zu Hause zu sein. Und manche Leute haben ja die Droge, unterwegs zu sein und auf der Bühne zu sein und sozusagen immer neuer Input. Und für mich ist das auch, für mich ist das eher so ein bisschen zehrend und das ist mein Job. Und dann, wenn ich nach Hause komme, ist das sozusagen meine Auffangschale. Und deswegen ist mein Zuhause total wichtig. Und ja, ich bin auch nicht so ein Partymensch und so. Ich bin dann eher so ein bisschen häuslich. Was muss zu Hause sein oder wie muss das zu Hause sein, damit es ein Zuhause ist? Was muss es mitbringen? Das ist mir ein bisschen zu privat. Ja? Ja. Echt? Ja. Ah, okay. Das ist einfach meine Wohlfühlzone. Also für mich ist auf jeden Fall wichtig, auch eine Seite an meinem Leben zu haben, die halt nicht öffentlich ist. Also um jetzt schon mal ein paar abschließende Worte vorwegzunehmen, ich finde, sie wirkt wirklich total entspannt und überlegt und ganz klar bei sich. Also ich finde, sie wirkt authentisch so, als hätte sie das alles, also das Leben im Griff. Hello, hello. It's not true. Come on, get it up. Bist du aufgeregt, tatsächlich? Ja, ich bin schon aufgeregt. Also jetzt nicht todesaufgeregt, nicht todesnervös. Positiv angespannt. Aber schon so ein bisschen rummelig. Musik.
2 Minuten nach der Show. Ja, und man ist das so ist ganz authentisch. Es ist wirklich so. So ist sie, 2 Minuten man nach ist so der Show. Auf 180. So viel Adrenalin und so viel Glücksgefühle. Oh, so schön. Hat echt Spaß gemacht. Danke, dass ich einen Tag lang deine Assistentin sein durfte. Danke, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und, ohne Scheiß, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Jetzt drück mich! Mann! Sie ist schon sehr schnell, sehr professionell geworden beim Singen, Bühnenperformance, alles. Sehr beeindruckend. Apropos, beeindruckend geht's auch weiter, denn nächste Woche ist der provokanteste Türke, den die deutsche Kulturlandschaft zu bieten hat. Mein Chef, Serdar Somuncu. Bis dahin, tschüss. Ist das so? Ist das so? Das wollen wir ja erst noch mal sehen. Die Redaktion hat so gewürfelt. Komm, wir nehmen mal einen Türken. Kann der Deutsch? Ja, Nicht, dass der barfuß kommt.